Okay, um diese Terminologie-Thema vielleicht anschaulicher darzustellen, haben wir uns ein Fallbeispiel ausgedacht. Vielleicht könntest du uns das kurz vorstellen, Thomas. Ja, danke. Also wir haben ein ganz einfaches Symptom uns hier mal überlegt. Wir haben einen Patienten, der kommt zu uns eben mit Kurzatmigkeit. Außerdem hat er einen schlechten Allgemeinzustand. Und wir haben eine Gelbfärbung der Haut bei dem Patienten festgestellt. Und der hat jetzt ein relativ häufiges Symptom jetzt mit dem Ikterus, eben der Gelbfärbung der Haut, aber eben dann doch eine etwas kompliziertere Erkrankung. Wir wollen es ja auch ein bisschen spannend machen. Und an diesem Fallbeispiel wollen wir uns jetzt praktisch Stück für Stück durch die verschiedenen Maßnahmen bis hin zur Diagnosestellung eben durchbewegen und dabei auch immer eben mit der dazu passenden Terminologie eben die Dinge, die wir gemacht oder herausgefunden haben, auch kodieren. Du als Arzt, wenn du so einen Patienten sehen würdest, was wären so die ersten Schritte, die du anordnen würdest? Ja, also wenn wir jetzt den Ikterus dort mal als Leitsymptom nehmen, eben der Gelbfärbung der Haut, dann wäre tatsächlich ein nächster Schritt, den man jetzt machen könnte, eben diese Verfärbung der Haut, die ja typischerweise eben von ja, gestörten Ausscheidungen der Gallensäuren herrührt in der Leber oder in den ableitenden Gallenwegen, eben laborchemisch zu bestätigen. Das heißt, wir würden Blut abnehmen und würden eben unter anderem auch das Bilirubin bestimmen, was eben jetzt genau diese Substanz ist, die sich beim Ikterus im Körper eben ansammelt. Also wie würden wir das jetzt kodieren? Genau, ich würde dafür tatsächlich auf die Homepage von Loinc gehen. Und wir haben jetzt hier genau die Loinc-Homepage aufgerufen. Loinc, um es nochmal kurz zu wiederholen, steht ja für Logical Observation Identifiers, Names and Codes und ist eine mehrachsige Terminologie, mit der wir eben unter anderem Laboruntersuchungen eben darstellen können, die dort eben sehr exakt drin beschrieben sind. Mittlerweile können mit Loinc aber auch viele andere Beobachtungen, eben Observations am Patienten, eben auch ausgedrückt werden, beispielsweise eben physiologische Messwerte von der Intensivstation, wie jetzt eben Drücke oder Beatmung. Und wir können auch Fragebögen damit wiedergeben. Loinc ist sehr groß, hat inzwischen über 80.000 Einträge. Und wir sind jetzt hier auf der Suchseite von Loinc, wo wir jetzt eben nach dem Begriff Bilirubin suchen können. Und wir stellen, wenn wir jetzt das dort eingeben, zunächst mal fest, dass es doch mehr Treffer gibt, als uns lieb ist. Also wir haben jetzt 98 Treffer bekommen. Und das liegt daran, weil eben auch das Bilirubin ja in vielen verschiedenen Varianten auftreten kann. Es gibt ja dann direktes Bilirubin, indirektes Bilirubin, Gesamtbilirubin. Es kann in verschiedenen Körpersubstanzen gemessen werden, Serum oder Plasma im Urin. Es kann in Drainageflüssigkeit gemessen werden und so weiter. Und es gibt dann auch noch verschiedene Messmethoden. Und das sehen wir jetzt praktisch hier alles in dieser Tabelle. Und wir haben zum Glück die Möglichkeit, das Ganze zu filtern und dadurch eben die Trefferzahl erstmal so weit runterzubringen, dass wir eine überschaubare Menge von Treffern haben. Ja, dazu blende ich mir jetzt hier das Filterpanel ein und ein erster Schritt ist, das Ganze mal einzuschränken auf aktuell noch aktive Loinc-Codes. Es gibt auch so deprecated oder discouraged Loinc-Codes, die man eben nicht mehr einsetzen soll. Eine weitere Möglichkeit ist, das Ganze eben auf die Clinical Chemistry, also die klinische Chemie, zu reduzieren. Und ich glaube, dass wir nochmal eine ganz ordentliche Reduktion von Treffern auch bekommen, wenn wir eben die Substanz, an der es gemessen wird, also das Körpersystem eben festlegen. Und in Deutschland wäre jetzt eben die normale Bestimmung aus dem für das Bilirubin eben das im Serum oder Plasma zu bestimmen. Und das können wir entsprechend auch als Filterkriterium ansetzen, das Ganze dann auch anwenden. Und dann haben wir jetzt nur noch 15 Treffer, was jetzt schon deutlich überschaubarer ist. Wir wollen im nächsten Schritt hier jetzt tatsächlich das Gesamtbilirubin bestimmen, also das Total Bilirubin. Das taucht jetzt hier nur zweimal auf, sozusagen. Und der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Gesamtbilirubin-Messungen ist, dass beim einen Fall eben die Stoffkonzentration gemessen wird und im anderen Fall eben die Serumkonzentration oder die Massenkonzentration. Und das wirkt sich dann eben aus auf die Einheit, mit der das Ganze angegeben wird. Inhaltlich ist es ansonsten identisch. Und typischerweise eben in Deutschland haben wir Milligramm pro Deziliter, also die Massenkonzentration. Und dadurch können wir eben jetzt festlegen, dass der richtige Loinc-Code für unsere Messung in diesem Fall eben der 1975-2 ist. Den können wir uns hier dann auch nochmal etwas detaillierter anzeigen lassen. Es gibt dann also eine
sehr ausführliche Beschreibung, was damit jetzt konkret gemeint ist. Da werden auch die verschiedenen Messarten von Bilirubin eben vorgestellt. Und wir haben dann eben noch weitere detaillierte Angaben, beispielsweise eben aus welcher Substanz das bestimmt wird, also welche Probenart, dass es eine quantitative Messung ist, dass es eine Messung ist, die zu einem bestimmten Zeitpunkt und nicht aus einer Sammelbestimmung eben durchführt und dass es die Massenkonzentration ist. Das haben wir jetzt hier auf dieser Folie nochmal übersichtlich zusammengestellt. Also wir haben jetzt hier eben unsere Bilirubinbestimmung. Wir sehen auch 3,5, das ist ein deutlich erhöhter Wert. Und wir haben jetzt hier nochmal diese verschiedenen Achsen der Leunk-Terminologie, wo wir eben jetzt auch sehen können, wie die Ausprägungen dort eben farblich zusammenhängen. Also zu dem Code gehört eben, dass eine bestimmte Komponent untersucht worden ist. Das ist praktisch eben das eigentliche Ziel der Untersuchung, eben die Bilirubinsubstanz. Wir haben in dem Fall eben als Eigenschaft die Massenkonzentration und nicht die Stoffkonzentration, also eben in Milligramm pro Deziliter bestimmt. Wir haben eine Zeitpunktsbestimmung gemacht, also das jetzt nicht aus irgendeinem 24-Stunden-Sammelurin zum Beispiel bestimmt. Es wurde eben im Körpersystem Serumplasma bestimmt. Da wären auch andere Dinge eben denkbar, wie jetzt Urin oder Drainageflüssigkeit. Und wir haben es quantitativ bestimmt, also nicht einfach nur gesagt, ist da oder nicht da oder ist viel oder wenig da, sondern tatsächlich eine exakte numerische Bestimmung. Das Methodenfeld ist in dem Fall leer, weil es jetzt in dem Fall jetzt keine signifikanten Unterschiede zwischen verschiedenen Bestimmungsmethoden gibt. Es gibt aber auch durchaus Laborparameter, bei denen auch das noch eine Rolle spielt und dafür eben dann auch verschiedene Leunk-Codes eben angeboten werden. So wie ich das sehe, ist so ein Leunk-Code natürlich jetzt viel exakter, als wenn man da einfach nur Bilirubin hinschreibt. Aber was bringt uns das eigentlich? Auf der einen Seite ist es tatsächlich eine Menge Aufwand, das zu kodieren, weswegen es in Deutschland auch noch nicht so weit verbreitet ist. Das ändert sich aber im Moment gerade. Das wird mehr oder weniger als Standard eigentlich auch vorgeschrieben werden. Aber ich habe eine ganze Reihe von Vorteilen. Also ich kann beispielsweise eben jetzt wirklich eindeutig sagen, dass es jetzt hier auch das Gesamtbilirubin ist, was ich jetzt nicht unbedingt aus dem deutschsprachigen Bezeichner, der beim Laborwert dabei steht, vielleicht rauslesen kann. Und ich habe eben diese ganzen Eigenschaften, die das eben ganz exakt beschreiben. Und das hilft mir eben immer dann, wenn ich zum Beispiel Befunde von verschiedenen Behandlern oder Laboren eben über die Zeit miteinander vergleichen will, dann kann ich eben auch erkennen, ob das tatsächlich überhaupt Befunde sind, die ich in einen Topf werfen kann. Also ob ich beispielsweise eben dann mal das direkte, indirekte oder Gesamtbilirubin eben bestimmt habe. Und das gibt dieser Code halt eindeutig wieder. Bringt einem das vielleicht auch was für die Auswertung, also in Bezug jetzt auf die Forschung? Genau, also das ist natürlich vor allem große Datenmengen, die über längere Zeiträume auch von verschiedenen Partnern an verschiedenen Standorten eben ermittelt worden sind, eben zusammenzubringen. Und dann sparen wir wirklich sehr, sehr viel Aufwand, wenn die Laborwerte vorher schon auf Leunk gemappt worden sind, weil wir dann eben nicht für jeden Standort aufs Neue herausfinden müssen, welche Untersuchungen denn eigentlich tatsächlich die Gesamtbilirubin-Untersuchungen aus Serum sind. Jetzt haben wir den Laborwert bestimmt. So, was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Was wäre die nächste diagnostische Maßnahme? Ja, weil wir hier natürlich an der Uniklinik sind, fahren wir mit apparativer Diagnostik fort und schlagen uns auch nicht erst mit einem Ultraschall rum, sondern machen tatsächlich sofort einen Abdomen-CT bei unseren Patienten. Und dafür würden wir den OPS-Code verwenden, um diese Maßnahme, die wir beim Patienten durchgeführt haben, eben auch kodieren zu können. Okay, könntest du uns diesen OPS-Katalog vielleicht vorstellen? Ja, um den Prozedurenkatalog, also den Operationen- und Prozedurenschlüssel aufrufen zu können, bin ich jetzt hier auf die Homepage des BfArM gegangen. Das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das verwaltet praktisch diese ganzen wesentlichen Terminologien, die wir im deutschsprachigen Gesundheitswesen einsetzen. Und eine dieser Terminologien ist eben der Operationen- und Prozedurenschlüssel. Den können wir hier online aufrufen und uns dort praktisch durchklickern oder auch nach Codes suchen, um ihre Bedeutung entsprechend einzusehen. Und wir haben ja hier als Maßnahme eine bildgebende Diagnostik. Das heißt, wir haben ein Oberbauch-CT oder Abdomen-CT ja durchgeführt. Und innerhalb der Kapitelgliederung des OPS-Kataloges würden wir entsprechend ins Kapitel 3 reingehen, was eben die bildgebende Diagnostik abbildet.
Innerhalb dieses Kapitels gibt es dann eben sogenannte Gruppen. Das sind immer eine Abfolge von dreistelligen Codes. Und im Kapitel oder in der Gruppe für die Codes von 3-20 bis 3-26 finden wir dann entsprechend auch die Computertomographie. Und innerhalb dieser Gruppe finden wir dann jetzt praktisch nochmal die Unterscheidung nach nativer Computertomographie und solcher, die mit Kontrastmittel durchgeführt worden ist. Und in dem Fall hat es sich um eine Kontrastmittel-CT-Aufnahme gehandelt. Und wir finden dann praktisch nochmal innerhalb dieser Kontrastmittel-CTs, die jetzt praktisch unterhalb der 3,22 liegen, dann eben auch das Kontrastmittel-CT des Abdomens. Und das ist eben dann der Code 3-225. Okay, das sieht ja relativ intuitiv aus. Man fängt mit was Grobem an und dann spezifiziert man das immer weiter aus und so klassifiziert man das dann am Ende. Und genau diese hierarchische Struktur finden wir tatsächlich genauso vom Groben ins Feine eben im OPS-Katalog auch wieder. Also wir haben es ja eben gesehen, es gibt Kapitel, innerhalb der Kapitel dann bestimmte Gruppen, dann eben Dreisteller. Und innerhalb der Dreisteller finden wir dann eben diese terminalen Codes, in dem Fall eben die 3-225 für das Kontrastmittel-CT des Abdomens. Und diese Terminologie wird in Deutschland im stationären Bereich durchgängig für die Abrechnung von Leistungen eingesetzt. Im ambulanten Bereich gibt es andere Kataloge, die dafür genutzt werden. Aber ansonsten ist das jetzt etwas, was flächendeckend in allen deutschen Krankenhäusern eingesetzt wird. Jetzt haben wir dieses CT gemacht. Was haben wir denn jetzt rausgefunden? Ja, also das CT, das haben wir natürlich jetzt dokumentiert, zum Beispiel für Abrechnungszwecke. Wir haben aber natürlich auch einen Befund rausbekommen und auf diesem Befund sehen wir eine starke Fibrose oder auch Zirrhose der Leber. Das heißt, die ist bindegewebig verändert. Und weil der Patient aber jetzt keinen Alkoholkonsum angibt und auch aus der Vorgeschichte und dem weiteren Labor jetzt auch kein Verdacht auf eine Hepatitis besteht, sehen wir uns gezwungen, als nächsten diagnostischen Schritt eine Leberbiopsie durchzuführen. Eine Leberbiopsie. Wird die dann auch in dem OPS-Code? Ja, ganz genau. Also auch diese Maßnahme wird über den OPS-Code kodiert. Also jedenfalls, wenn sie im Kontext der stationären Versorgung in einem Krankenhaus durchgeführt wird. Und wir haben jetzt hier entsprechend die Möglichkeit, in einem anderen Kapitel des OPS-Katalogs dafür zu suchen. Also es handelt sich dabei jetzt, weil es eine perkutane Biopsie ist, handelt es sich dabei nicht um eine Operation, sondern um eine diagnostische Maßnahme. Und wir können dann entsprechend hier innerhalb dieses Kapitels nochmal verschiedene Gruppen wiedersehen. Und man unterscheidet hier jetzt die Biopsie ohne Inzision und die Biopsie durch Inzision. Der Unterschied wäre entsprechend, dass man im einen Fall eben eine Nadelbiopsie macht, im anderen tatsächlich eben den Körper aufschneidet, um das Material zu entnehmen. Und in diesem Fall handelt es sich eben um eine Biopsie ohne Inzision. Und wir sehen dann entsprechend hier wieder Dreisteller, die sich jetzt innerhalb dieser Gruppe befinden. Und da die Leber ein Verdauungsorgan ist, befindet sich eben dann der Code, den wir suchen, in dem Dreisteller 1-44. Und wenn wir entsprechend jetzt hier weiterschauen, dann sehen wir, dass es eben zwei Arten von Biopsien entsprechend gibt, die wir an der Leber durchführen können. Das ist also einmal die perkutane Nadelbiopsie am hepatobiliären System und Pankreas, eben konkret an der Leber. Und als Differenzierung davon eben noch eine perkutane Nadelbiopsie mit Steuerung durch bildgebende Verfahren. Da wir jetzt in dem Fall keine spezifische Struktur innerhalb der Leber eben punktieren mussten, sondern einfach praktisch irgendwo aus der Leber was entnommen haben, haben wir in diesem Fall eben jetzt keine CT-gesteuerte Biopsie gemacht, sondern praktisch einfach beherzt reingestochen und können deswegen entsprechend hier den Code 1-441.0 verwenden, der eben praktisch dann eindeutig eben diese nicht bildgesteuerte oder bildgebungsunterstützte perkutane Nadelbiopsie an der Leber wiedergibt. Ja, und auch das haben wir auf der Folie jetzt wieder zusammengestellt. Das heißt, wir sehen jetzt hier auch wieder diesen hierarchischen Aufbau vom Groben ins Feine, wo wir entsprechend eben aus dem Kapitel 1 diagnostische Maßnahmen in die Gruppe 140 und dort eben spezifisch dann den Dreistellercode 140 reingehen können. Das sind eben die Biopsien ohne Inzision und dann entsprechend eben ganz konkret eben sagen können, die 1-441 ist die perkutane Biopsie ohne Bildgebungsunterstützung im Bereich
der oberen Verdauungswege und dann landen wir dann bei der 1-441.0. Und wenn wir das Organ noch praktisch hinzunehmen, sind dann bei der perkutanen Leberbiopsie ohne Bildgebungsunterstützung. Und was kommt bei dieser Leberbiopsie raus? Ja, also wir haben das natürlich die Pathologie gegeben und haben als Befund dann eben auch tatsächlich eine hierfür passende Erkrankung dann zurückgemeldet bekommen, zwar die primärbiliäre Zirrhose der Leber, also eine Zirrhose, die eben durch eine Art Autoimmunentzündung entsteht, eben als primäre Zirrhose, ohne dass sie jetzt praktisch sekundär einem anderen Prozess eben zugrunde liegt. Okay, dank unserer diagnostischen Maßnahmen können wir jetzt auch die Diagnose kodieren. Was benutzen wir denn dafür? Ja, dafür verwenden wir den ICD-Katalog, also die International Classification of Diseases in der deutschen 10. Version. Genau dafür gibt es auch beim BfArM eine Seite, wo wir eben den ICD-Katalog entsprechend browsen können, die ich jetzt hier auch aufrufe. Und wir sehen hier eine ganz ähnliche Struktur wie beim OPS, also auch Kapitel und innerhalb der Kapitel dann wieder Gruppengliederungen. Nur dass die Kapitel hier von vornherein ganz überwiegend an den Organsystemen des Körpers orientiert sind. Und wir können entsprechend jetzt hier in die Krankheiten des Verdauungssystems reingehen. Das ist das 11. Kapitel, was auf dem Buchstaben K liegt. Und können dann innerhalb dieses Kapitels dann nochmal wieder eine Untergliederung des Verdauungstraktes eben sehen. Und der Bereich, also die Gruppe K70 bis K77, enthält dann eben die Erkrankungen der Leber. Und innerhalb dieser Gruppe bekommen wir jetzt eine relativ lange Seite, wo eben viele unterschiedliche Erkrankungen dann eben aufgeführt sind. Und wir machen es uns jetzt an der Stelle ein bisschen einfacher und suchen mit der Suchfunktion des Browsers einfach auf der Seite und finden dann sozusagen hier beim Code K74.3 eben tatsächlich die primäre biliäre Zirrhose als eben ein Synonym jetzt der primärbiliären Cholangitis, was dort entsprechend eben mit kodiert wird und haben damit jetzt tatsächlich auch exakt den Code gefunden, mit dem wir eben die Diagnose unseres Beispielfalles ausdrücken können. Ja, und das haben wir jetzt hier auf der Folie nochmal insgesamt zusammengestellt. Also wir sehen hier jetzt diese typische Binnenstruktur des ICD-Kataloges, der auch wieder in Kapitel und Gruppen aufgeteilt ist. In dem Fall eben die Krankheiten des Verdauungssystems und dort eben die Gruppe der Lebererkrankungen. Innerhalb der Gruppe gibt es dann die Dreisteller, zum Beispiel eben K74, Fibrose und Zirrhose der Leber. Und dann eben den terminalen Code. Das ist ein Code, der halt dann detailliert genug ist, dass wir ihn tatsächlich auch dokumentieren dürfen. Und das ist dann die K74. 70.3 ist dann eben die primärbiliäre Zirrhose der Leber. Wunderbar, jetzt haben wir alles kodiert. Allerdings, das Einzige, was uns noch fehlt, sind die Symptome. Bei der Einführung haben wir von einem Terminologiesystem gehört. Das NOMED-CT, kann man damit zum Beispiel auch diese fehlenden Sachen noch kodieren? Genau, es ist tatsächlich so, dass keine der Klassifikationen, die wir jetzt oder Terminologien, die wir bisher in dieser Präsentation betrachtet haben, eben so richtig gut geeignet ist, um Symptome zu kodieren. Und SNOMED-CT als praktisch mehr oder weniger allumfassende Terminologie aus der Medizin deckt eben tatsächlich auch die Symptome und noch viele andere Themen mehr ab. Ja, also der SNOMED-CT-Browser ist auch frei online verfügbar und man kann dort eben nach englischsprachigen Suchbegriffen suchen. Es gibt auch einige weitergehende Übersetzungen, aber es gibt noch keine deutsche vollständige Übersetzung. Es wird momentan an einer Teilübersetzung gearbeitet. Man kann jetzt hier einen Suchbegriff eingeben und wir haben in diesem Fall aus dem Fallbeispiel eben die Kurzatmigkeit ausgewählt. Kurzatmig auf Englisch würde eben übersetzt als Shortness of Breath. Eben bedeuten, wir finden tatsächlich eben für dieses Symptom 8 Treffer, die eben jetzt einerseits die Shortness of Breath, aber auch verschiedene Unterformen sozusagen oder auch Negierungen davon eben ausprägen. Und wir können es jetzt anklicken und finden dann hier auf der rechten Seite eben eine detailliertere Darstellung. Was wir einerseits sehen können, ist, dass das eigentliche Konzept, das im SNOMED dafür abgelegt ist, gar nicht Shortness of Breath heißt, sondern eben Dyspnea, also das heißt Dyspnoe, als Feststellung am Patienten, als etwas, das ich am Patienten eben sehen kann, als Finding.
Dass es hier auch einen entsprechenden Code für gibt, der das eindeutig eben auch ausdrückt innerhalb dieser Terminologie. Und dass es eine ganze Reihe von Synonymen gibt, hier in dem Fall eben englischsprachigen Synonymen, die eben dieses Konzept auch ausdrücken können. Und dort finden wir dann eben tatsächlich auch die Shortness of Breath, nach der wir ja ursprünglich eigentlich gesucht hatten. Darüber hinaus hat Snowmate aber auch hierarchische Bezüge. Das heißt, ich kann eben Eltern sehen eines Konzeptes, in dem Fall zum Beispiel jetzt die Gesamtheit aller Atemstörungen. Oder ich kann nach unten eben auch ausdetaillierte Kinderkonzepte sehen, die jetzt beispielsweise hier eben verschiedene Schweregrade der Dyspnoe oder auch verschiedene Formen oder auch Auslöser von Dyspnoe eben auch sehen können. Wir haben das hier nochmal auf der Folie dargestellt und es ist insbesondere so, dass es neben diesen Eltern-Kind-Beziehungen, wie zum Beispiel, dass eben die Dyspnoe eben eine Unterform von Atemwegsstörung oder Atemstörung eben ist, gibt es noch eine Reihe weiterer Verknüpfungen, die im SNOMED-CT halt drin sind oder Attributen. Unter anderem kann man eben sagen, dass die Dyspnoe eben auch eine Möglichkeit sein kann, eben die Atemstörungen des Patienten eben auch zu interpretieren und zu bewerten. Das ist praktisch ein so ein explizites Attribut, das dort hinterlegt ist. Und das zweite ist, dass diese Atemstörung auch einer konkreten Körperstruktur auch zugewiesen ist, nämlich eben dem Atemwegssystem. Also das heißt, dass wir dadurch jetzt die Möglichkeit haben, auch Querverknüpfungen zu ziehen, also beispielsweise diesen Pfeil auch umzukehren, zu sagen, ja, was gibt es denn ansonsten noch für Atemwegsstörungen? Oder was gibt es vielleicht noch an anderen Attributen, die es mir eben erlauben, zum Beispiel die Ease of Respiration eben zu interpretieren. Na, so dass SNOMED CT, das ja sehr groß ist, also über 300.000 Einträge von Konzepten tatsächlich hat, eben noch viel, viel mehr auch an Querverbindungen, also Millionen von Querverbindungen auch zwischen diesen ganzen Konzepten auch beinhaltet, die eben dann eine sehr, sehr umfangreiche, weitgehende Verarbeitung auch ermöglichen. Jetzt haben wir unseren Fall richtig gut dokumentiert, auch mit den richtigen Terminologien. Vielleicht können wir noch kurz auf Unterschiede in diesen Terminologien eingehen. Auf der einen Seite vielleicht diese hierarchischen Terminologien wie OPS und ICD-10, auf der anderen Seite Loing, das ja mehrere Dimensionen hat, oder dann SNOMED, das gleich ein ganzes Netzwerk an Zusammenhängen zusätzlich anbietet. Was sind denn so Vor- und Nachteile? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, also man kann das tatsächlich in verschiedene Arten von Terminologien einteilen. Also beispielsweise ist es so, dass ICD und OPS eben Klassifikationen sind. Eine Klassifikation zeichnet sich dadurch aus, dass wir eben ein bestimmtes Themengebiet damit vollständig wiedergeben. Also das heißt, wir haben eben in dem ICD-Katalog tatsächlich die Gesamtheit aller Diagnosen, die es gibt, halt ausgedrückt. Natürlich ist es nicht so, dass wir wirklich jede Diagnose explizit auch mit einem eigenen Code wiederfinden im ICD. Dafür gibt es dann aber sogenannte Auffangklassen, also was dann eben Sonstiges ist oder auch nicht näher bezeichnet. Und dadurch können wir im Prinzip jede Erkrankung wiedergeben mit dem Preis, dass wir manche Erkrankungen eben jetzt nicht exakt beschreiben können, sondern dass die in so eine Auffangkategorie halt reinfallen. Der zweite Aspekt, der die Klassifikationen auszeichnet, ist, dass sie eben immer trennscharf sein müssen. Das heißt, jeder Begriff in dieser Klassifikation entsteht dadurch, dass ich einen Oberbegriff aufteile in mehrere Unterbegriffe und dass es eben eindeutig ist. Das heißt, ich kann so einen Unterbegriff dann wirklich immer nur in einen, so ein Eimerchen dann praktisch reinstecken und er passt jetzt nicht gleichzeitig in verschiedene Eimerchen sozusagen rein. Und das ist ein Vorteil, aber auch Nachteil praktisch. Also ich kann im ICD und OPS die Dinge relativ schnell finden, weil es geht immer vom Groben ins Feine und es gibt keine Überschneidungen. Alles ist immer eindeutig in einen bestimmten Ast einsortiert. Und ich habe auch immer diese Vollständigkeit dadurch, dass ich die Auffangklassen habe. Demgegenüber ist der SNOMED, die SNOMED-Terminologie wesentlich flexibler. Man sagt auch, dass es sich dort um eine Nomenklatur handelt, eben keine Klassifikation. Das heißt, Dinge können dort auch an mehreren Stellen auftauchen. Es gibt nicht diese Überschneidungsfreiheit. Und ich habe dort auch die Möglichkeit, eben Dinge auch aus verschiedenen Blickwinkeln, eben mit verschiedenen Domains oder auch Achsen zu beschreiben. Das Besondere beim SNOMED ist, dass ich dort eben auch die Relationen habe. Also der SNOMED ist daneben auch ein sogenanntes semantisches Netz.
Dadurch, dass eben die verschiedenen Konzepte im SNOMED über solche Relationen miteinander verbunden sind. Und die Relationen erlauben mir dann eben auch automatisiert bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen. Also beispielsweise eben festzustellen, dass ein bestimmtes Symptom eben mit einer bestimmten Erkrankung verbunden ist oder ich vielleicht auch eine bestimmte Therapie eben auch bei einer bestimmten Erkrankung eben durchführen kann. Das kann praktisch so implizit über die Relationen aus dem SNOMED-CT-Katalog daraus hervorgehen. Als drittes Konstrukt haben wir jetzt hier noch den LOINC-Katalog. Der ist eher so als eine Art multiaxiale Terminologie zu verstehen, wo ich eben die Möglichkeit habe, einen Begriff auf verschiedene Weise mit verschiedenen Attributen zu charakterisieren. Auch da können jetzt Begriffe auch mehrfach auftauchen. Die unterscheiden sich dann praktisch nur in Bezug auf ihre Achsen. Also dass jetzt beispielsweise eben das Bilirubin eben aus verschiedenen Körperflüssigkeiten eben bestimmt werden kann. Was dann im Grunde zwar der gleiche Parameter ist, den ich aber eben durch diese unterschiedlichen Substanzen, aus denen ich das bestimme, entsprechend auch unterschiedlich kodieren kann. Okay, vielen Dank.